Willkommen zu Musel Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Also gibt es ja noch das Problem, auch wenn man gewerblich tätig ist. Wann schließt eine künstlerische Tätigkeit eine gewerbliche Tätigkeit aus? Das muss nicht unbedingt sein. Also wenn ich selbstständige Designerin bin, dann bin ich natürlich gewerblich tätig, weil ich die ganze Zeit irgendwie gewerblich tätig. Man muss aufpassen, wenn man zu dem Designer sein, viel dienstleistende Dienstleistungsnebenleistungen hat, sage ich mal. Also man wickelt Druckaufträge ab die ganze Zeit. Okay. Und wenn das überwiegt, dann wird es schwierig. Viele Sachen haben einfach einen kleinen gewerblichen Teil dabei. Jeder Musiker verkauft T-Shirts, ja. Also das ist auch eine gewerbliche Tätigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man ein paar T-Shirts verkauft hat, dass man dann nicht mehr in der KSK versichert sein kann. Das stört also die Tätigkeit, die Künstlereigenschaft nicht. Trotzdem gibt es eben diese ganzen Berufe, die an der Grenze sind. Also wie läuft es ab, wenn ich jetzt einen Antrag stelle? Was muss ich da? Muss ich dann Fragen, Katalog beantworten? Ja, muss ich Belege beilegen? Genau. Muss ich? Also der Antrag, wie heißt der nochmal? Das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, wie das genau heißt. Aber ich finde es natürlich jetzt nicht mehr. Egal, also auf jeden Fall gibt es der Fragebogen zur Prüfung des Vorliegens der Versicherungspflicht. Mhm. Die KSK geht davon aus, dass es eine Versicherungspflicht gibt. Das heißt, es steht nicht in meinem Ermessen eigentlich als Künstler zu sagen, ich überlege mal ja oder nein, sondern eigentlich bin ich verpflichtet, mich da zu melden und diesen Fragebogen aus. Wenn das einmal festgestellt ist, ist das dann auch nicht mehr zu... Naja, doch, das geht auch wieder, man kommt auch wieder raus, wenn man sein Tätigkeitsfeld zum Beispiel ändert und sagt, jetzt mache ich aber noch nebenher einen anderen Job und der überwiegt zum Beispiel, dann würde die Versicherungspflicht nach der KSK enden und dann ist es eben anders, dann muss man sich anders versichern, entweder über den Arbeitgeber und wenn man selbstständig ist, muss man sich selber kümmern. Wenn man sich dann wieder umorientiert, dann geht es wieder von vorne los. Dann ist praktisch die Versicherungspflicht wieder gegeben, wenn man nur noch künstlerisch tätig ist. Und mit diesem Fragebogen wird geprüft, liegen die Voraussetzungen vor. Und da gibt es also mehrere Voraussetzungen. Also einmal geht es darum, dass man ein bestimmtes Einkommen erzielen muss. Also es geht, weißt es geht du, wie nicht. Hoch das ist? Ja, das sind 3.900 Euro im Jahr mindestens. Mhm. Einkommen oder Gewinn? Gewinn, also dass das übrig bleibt. Mhm. Die müssen verdient werden, mit Ausnahme der ersten 3 Jahre, die als Berufsanfängerzeit gerechnet werden. Das heißt, es ist so, dass man dem Künstler, der sich entschlossen hat, von seiner Kunst zu leben, eine Anlaufzeit gibt von 3 Jahren. Mhm. Und in der Zeit kann er es halt versuchen hinzubekommen und wenn er dann nach den 3 Jahren die 3.900 nicht erreicht hat, dann würde die Versicherungspflicht enden. Dann kann man sich eben nicht über die Künstlersozialkasse versichern. Und in diesem Fragebogen wird alles Mögliche gefragt. Es wird gefragt, ob man Leute beschäftigt zum Beispiel. Man darf nämlich keine Leute beschäftigen, also man darf höchstens einen Arbeitnehmer und vielleicht einen Praktikanten oder einen, der einen 400-Euro-Job macht, den darf man beschäftigen. Man darf aber nicht unternehmerisch tätig sein und 4 oder 5 Mitarbeiter haben, dann wäre man sofort nicht mehr selbstständiger Künstler und würde nicht in Frage kommen. Dann ist der etwas heikle Punkt, weil die KSK sagt ja, mit Aufnahme der künstlerischen Tätigkeit besteht die Versicherungspflicht. Gleichzeitig möchte sie aber nachgewiesen haben, dass man tatsächlich als Künstler tätig ist. Das heißt, eigentlich muss man anfangen als Künstler, damit man überhaupt erstmal die Belege hat. Das heißt, man kann je nach der Art... Henne-Ei-Problem, ja? Genau. Was macht man zuerst? Also das ist so ein fließender Übergang. Mhm. Man braucht irgendwas. Man braucht Berichterstattung in der Presse. Man braucht Tonträger-Belegexemplare. Man braucht Verträge mit Unternehmen, wenn man als Grafiker tätig ist zum Beispiel. Oder wenn man Komponist ist und einen Auftrag für eine Filmkomposition bekommen hat von einer Filmproduktionsfirma, dann würde man diesen Auftrag vorlegen und gut ist es, wenn man halt drumherum noch ein bisschen was erzählen kann, dass man also meinetwegen Komposition studiert hat oder dass man 10 Jahre das und das gemacht hat vorher und sich jetzt überlegt hat, ich hatte die Anlaufzeit und das hat nie gereicht, aber jetzt geht's los, jetzt bin ich der Komponist und jetzt... Würdest du das als schwierig in Anführungsstrichen einstufen? Gibt es da öfter Leute, die da Probleme haben, die zu euch kommen, sich beraten lassen, wo man dann vielleicht auch nochmal einen Widerspruch einreichen muss, also so nach dem Motto,
Nehmen die jetzt jeden quasi, wenn das einigermaßen okay aussieht, oder muss man sich schon so ein bisschen... Das heißt nehmen. Es kommt nicht aufs Nehmen an. Sie müssen jeden nehmen. Sie wollen auch jeden anerkennen, nehmen. Sagen wir genau. Mal so. Die Gruppen, die wir vorhin angesprochen haben, die sind die problematischen. Mhm. Also die Tontechniker, die Tonassistenten, die Produzenten, Bandmanager zum Beispiel ganz klar nicht. Also ist keine künstlerische Tätigkeit. Ja. Aber Webdesigner ist zum Beispiel. Ne? Genau, Webdesigner war lange umstritten. Das ist eigentlich auch ein lustiger Fall, weil die Leute, die das gemacht haben, die wurden nicht anerkannt, weil man gesagt hat, es ist eigentlich eher eine technische Tätigkeit, die mehr so mit Programmieren und sowas zu tun hat und nicht künstlerisch. Gleichzeitig mussten aber Unternehmen, die Webdesigner beschäftigt haben, die Künstler Sozialabgabe leisten auf die Webdesigner. Hat natürlich nicht hingehauen. Das ist dann zum Bundessozialgericht gegangen und ist vor ein paar Jahren entschieden worden, dass eben Grafikdesigner, Webdesigner auch künstlerisch tätig sind. Alles klar. Also das ändert sich auch immer so ein bisschen, das ist halt alles im Fluss. Ja? Also man muss sich auch um neue Berufe, es gibt ja auch mal wieder mal neue Berufe, wird dann auch gestritten. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen auf deine Frage, einfach ist es bei einer ganz klassischen künstlerischen Sache, ja, Balletttänzer, Sänger, klassischer Sänger, das sind einfach ganz klar, da wird nur geprüft, wie ist es mit dem Einkommen, ist das jemand, der das hauptberuflich macht und der nicht noch nebenbei fünf andere Jobs hat, sind wir als Künstlersozialkasse denn dann verantwortlich? Das ist ja auch noch wichtig, dass das der Haupterwerb sein muss. Genau, und zwar ganz überwiegend der Haupterwerb. Also 80% ist schon. Andererseits ist es so, dass man gerade als Anfänger, wenn man auch noch unter den 3-9 bleiben darf, natürlich davon nicht leben kann. Ja. Also man muss was anderes machen. Und das sind dann die Feinheiten später. Aber wie gesagt, bei den Grenzfällen, da geht es dann los, dass man argumentieren muss. Dann muss man sagen, okay, wir haben hier einen Tontechniker eigentlich, aber seine Arbeit sieht so und so und so und so aus. Der macht besondere Sachen und deswegen ist es keine technische Tätigkeit. Also da kann man halt versuchen, argumentativ das zu untermauern, wenn derjenige das möchte. Sich da vielleicht auch durchsetzen. Genau, also das kommt wirklich darauf an. Bei DJs ist es auch so, dass da sehr genau gefragt wird, wo arbeitet er denn? Kommen dann abends im Club vorbei und hören, ob man da auch wirklich gemischt hat. Ja, aber das ist so, es ist einfach schwierig. Also man kann es nicht genau sagen. Ja. Aber du würdest sagen, dass ein wichtiger Aspekt ist ja, dass man auch tatsächlich dann auch in die Rente einzahlt. Ne? Genau, und das muss man auch. Also man kann sich nicht überlegen, ja, die Krankenversicherung, das möchten viele Künstler, die sagen sich, ja, die Krankenversicherung, das finde ich schon gut, aber mit der Rente, da habe ich es nicht so. Und außerdem, wer weiß, die gesetzliche Rentenversicherung ist vielleicht gar nicht mehr da, wenn ich mal 60 bin und so. Das geht aber nicht. Also es gibt da keine Entscheidung. Man kann mit der Krankenkasse was machen, man kann auch eventuell in der privaten Krankenkasse bleiben und kriegt dann einen Zuschuss. Man kann auch in seiner Krankenkasse, das ist überhaupt wichtig, Krankenkasse bleiben, die man vorher hatte. Es ist also nicht so, dass man jetzt dann zwangsweise in eine ganz bestimmte Krankenkasse eingebracht wird über die KSK, sondern das bleibt alles so, nur dass sich die Bezahlmodalitäten ändern, dass man einfach eben weniger zahlt an Beiträgen. Warum? Ach so, wenn man vorher freiwillig versichert war, dann hat man eben den gesamten Beitrag bezahlt und wenn man da also aufgenommen wurde, dann ist es anders. Dann hat man eben nur noch die Hälfte. Und das wird alles geprüft in diesem Antrag. Also die Belege werden angefordert. Schallplatten, Poster, ja, genau. Flyer. Das kann alles möglich sein. Presseberichterstattung. Na gut. Diese ganzen Dann schaue ich mal, ob ich noch eine letzte Frage habe. Sonst haben wir das, glaube ich, alles mehr oder weniger abgearbeitet. Doch, ich habe keine Frage mehr. Das ist keine Frage. Ich bin mir aber sicher, dass die Musetalk-Zuschauer da draußen noch die eine oder andere Frage haben. Und ich bin mir sicher, dass Barbara für uns dann auch die noch vielleicht in den Kommentaren dann später vielleicht auch noch kurz beantworten kann. Ja, gerne. Ja? Also jederzeit. Mach ich gerne. Danke, Barbara. Auch vielen Dank.